Eine Schwester von mir, die ist schon in der Nähe von Zürich gewesen. Und von ihr, die Chefin, die hat mir eine Stelle besorgt. Und da bin ich nachher so blöd, was mir, wenn man jung sein kann. Und man denkt, ja, die haben noch gesagt, Eltern, mei, bleiben Sie doch noch da, werden Sie da noch in die Schweiz gehen. Und so, und überhaupt vor Weihnachten. Und so, ja. Ja, und ja, man denkt, ja, ja, aber ich muss jetzt echt ein bisschen Geld verdienen und so. Dann bin ich in die Schweiz gegangen. Da ist mir viel gekommen. Wie so. Wirklich, wie Ausländer ist man nachher viel gekommen, gell? Und eine, da in einem Raum, da hat man sie untersucht, da hat man sie abziehen müssen, da hat man genau kontrolliert, ob man gesund ist, ob man nicht schwanger ist und so. Ja, ein bisschen wie ein, so ein Viehkertransport ist man viel gekommen. So haben sie nicht behandelt, ja. Und nachher bin ich nachher in die Schweiz gekommen. Die Frau hat mich nachher abgeholt. Na gut, ja. Nachher hat es gesagt, sie haben ein Restaurant und ich kann im Restaurant mithelfen. Und dann ist nachher ein Mann gekommen. Oh, ja, der war schon noch ziemlich jung gewesen und der hat sich vorgestellt als Carlo. Ich bin der Carlo. Hat er gesagt, ja, die Chefin hat mich beauftragt, dass sie halt mir jetzt alles zeigen muss, was sie alles tun haben. Na, der war sehr nett, ja, wir haben miteinander da frühgestickt und so, sagt er. Ja, und jetzt müssen wir ins Restaurant gehen, das ist eine Aufgabe. Und da sind zwei große Maschinen und da muss man den Boden vom Restaurant abziehen. Also was Rauch ist, gell, das Spendler hat es damals geheißen, Spendler, den muss man spendeln. Und ich sagte, ja, Karl, und ich sagte, ich konnte die Maschine bedienen, das ist ja alles viel zu schwer. Das ist für einen Mann eine Arbeit. Ja, es hat geheißen, das muss ich lernen. Da habe ich schon den ersten Schock gekriegt. Den ersten Schock. Und nachher kommt der Chef, stehe an der Boden, habe ich alles gehabt, gell? Kommt er mit 6 Boxerhunden, da hinten daneben gehabt, mit Hunden, 6 Boxer hinten, seitdem habe ich keinen Boxerhund mehr. Kinder in das Restaurant geht er da durch, kann sehen, was da wieder vertappert, wie das wieder ausgeschaut hat. Dann geht er in die Küche rein und dann hat er einen Haufen Ahren geschlagen, auf so in einer Schüssel rein und so. Und nachher, ja, bin ich halt, ich mir denke, nein, da bleibe ich nicht und da bleibe ich da. Und nachher ist die Maschine mehr kaputt gegangen, die ist einfach nur gegangen, die Maschine, gell? Nachher kommt der Mann und sagt, ich habe mit der zusammengeteifelt. Mei, aber wie? Mei, ob man da. Das war mir da aufgehubt wie ein Rumpelstück. Ich sagte, ich konnte es nicht erfüllen, wenn die Maschine nur geht. Gell? Mei, ich sagte, das war Mitte Monat gewesen. Und ich mir denkt, ich halte durch, dass ich am letzten Tag noch meinen Lohn kriege. Das ist, wenn ich weggehe, nachher kriege ich ja nur den Lohn vom ganzen Monat. Gell? Und nachher ist aber die Fremdenpolizei gekommen und die hat sich nachher erkundigt, sagt er, was ist denn da los? Jetzt geht schon die dritte. Und nachher bin ich auch nachher weg, aber die 14 Tage, ich sage, da habe ich schon durchhalten. So habe ich es mir zergehrt, weil ich auch wieder weggegangen bin. Gell? Die haben gemeint, sie haben jetzt bei mir einen Opfer gefunden, aber da haben sie sich geteilt.